Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind immer noch in der Hauptquest und sollen Olin verfolgen. Und jetzt sollen wir aber diese verdammten Kultisten und... Das ist Olin, ne? So, Stärken, Schwächen, Feuer... Okay, wenn ja gegen Feuer. Bring das hinter uns. Das Loramädchen lebt. Töten Sie! Nein, ihr hattet eure Chance. Okay. Komm schon. Shit, ich muss mal wieder den Blatt machen hier. Okay. Mann. Komm schon. Macht dieses riesen hässliche Vieh fertig hier. Okay. Jetzt geht's los im Kampf. Komm schon. Okay, die haben wir alle. Wo sind noch mehr von denen? Wo sind noch mehr Gegner? Die schießen von dort. Okay. Erstmal kurz heilen. Jetzt brenne ich auch noch. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Hallo? Eieieiei. Okay, der ist weg. Komm schon, den einen haben wir noch dort oben. Jetzt ist hier nur noch der eine. Ich hoffe doch mal, Olin ist weggerannt. Sie ist da entlang. Ich finde dich. Okay, der ist weg. Und Olin liegt jetzt hier rum, ne? Tja, du hast mir einiges zu erklären. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren, wer sind die? Die Eclipse, eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarcher. Schattenkarcher? Sie sind nicht wie die Karcher, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes... Schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Warum graben die Eclipser alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja,
wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Was wollen die Eklipse-Kultisten noch außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eklipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter, kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Wie kam die Eklipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Späher wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eklipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Tilde, deine Schuld, dein Leben ist verwirrt. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Hauptquest abgeschlossen. Okay. Wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten. Die Mine ist ausgeräumt. Schöpfers End. Dich etwas anderes ablegen. Okay, ansonsten gibt es hier wahrscheinlich nichts mehr zu erkunden. Das sind alles die Gegner nur, die hier rumliegen. Die haben alle nur Metallscherben dabei. Und Heiltränke. Okay, wo müssen wir denn hin jetzt? Oh mein Gott. Begib dich nach Schöpfers End. Ich habe, glaube ich, noch eine andere Hauptquest. Hier, triff dich mit Erend am Rotkamm. Das ist, glaube ich, gar nicht so weit von hier entfernt. Das ist, glaube ich, gar nicht so weit von hier entfernt. Ne, das ist auch nicht. Wir haben mal wieder 3 Fertigkeitspunkte. Erhöht die Chance, Häute und Knochen zu erbeuten. Okay, das nehmen wir mit. Dann müssen wir 300 Meter in die Richtung. Wir müssen natürlich erstmal hier aus dieser komischen Mine raus. Hier geht's raus, okay. So.
Ja, da sind nur noch Gegner. Aber ich denke mal, wir gehen erstmal zu Arend. Vielleicht können wir dem ja helfen, bevor wir dann die andere Mission machen. Wie gesagt. Tut mir leid, Fuxi. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Das kann ich denn jetzt nicht mit hier nehmen. Talisman. Okay, kann ich denn vielleicht... Tragekapazität kann ich immer noch nicht. Brauche ich 2 Kaninchenknochen. Fettes Fleisch. Schweineknochen. Fuchsknochen. Boah. Okay, ich habe nur einen Inventarpunkt. Hier haben wir sogar noch eine Schatztruhe. Da kann ich Metallscherben rausnehmen. Wir haben so viel Zeug hier drin. Ich müsste vielleicht doch mal ein bisschen was verkaufen. So ein paar neue Pfeile kann ich mir auch mal machen. Sehr gut, der Rest ist noch voll. Mehr brauche ich nicht. Vielleicht kann ich mir auch einen neuen Bogen mal irgendwann kaufen. Das wird mein Magen entehrend. Er steckt in der Klemme. Hä? Da hinten, okay. Okay, das sieht doch schon gut aus. Mehr kann ich nicht tragen. Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein. Ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie... Verdammt, ich weiß es nicht. Dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schattenkaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schattenkaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Arend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Und du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein, doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja, ich weiß nicht. Warum haben die Schattenkaja das getan? Weil sie uns hassen und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie sie aus Meridian gejagt. 2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerächt. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel und ich versuche, dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Okay, Arend. Ich folge dir mal. Ich hoffe doch... Moment, ich muss erst mal Schweineknochen einsammeln. Was wollte Ersa bloß hier draußen? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Das bringt aber auch noch nichts, weil ich kann immer noch nichts. Doch. Outfitbeutel,
das geht noch nicht. Da brauche ich auf jeden Fall Hasenknochen und noch ein paar Schweineknochen. So, ich hoffe doch mal, du weißt den Weg, weil ich folge dir einfach. Ist das Schatten-Kaja-Gebiet? Nein, sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Da hinten. Das ist ein ganz schön weiter Weg bis dahinter. Hier ist es. Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Ich muss diese Mistkerle finden. Hier wurde etwas gezogen. Wurde hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Okay, Spur markieren. Dann wollen wir mal den Spuren folgen. Der Kahn wird auf jeden Fall... Kommst du mit? Ja. Okay, hier ist noch eine Heilpflanze. Das brauche ich später noch. So, alles schön mitnehmen, was mitzunehmen geht. Und wir haben ein Lagerfeuer entdeckt. Sehr schön. Der Kahn wurde hier hochgezogen. Dann aktivieren wir das mal und es geht weiter. Ich denke mal, wir werden ein Lager finden. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass die noch leben. Obwohl. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Und das alles zu Fuß, aber okay. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Eine Metallruine? Okay. Was genau ist das hier? Das sind keine Schattenkerja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Hierher! Was ist das? Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Oh Gott, okay. Elektroschock. Oh mein Gott, jetzt hänge ich irgendwo im Baum fest. Okay, der ist weg. Osseram, keine Schattenkerja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte, benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Okay. Untersuche den Überfall. Was sind das für Lederriemen? Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Habe ich das Kaninchen erwischt? Ja.
Ich hab's Kaninchen erwischt. Okay, hier vorne sind noch mehr Spuren. So viel Blut. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Diese Felsen wurden zerschmettert. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Eine Vorratskiste ist hier oben drin, okay. Was haben wir denn hier noch? Felsen? Das sieht nach Waffen der Garde aus. Ach hier, okay. Wir müssen auf jeden Fall auch noch untersuchen. Es ist kein Blut daran. Lasers Männer haben sich nicht gewehrt. Okay. Wo ist hier noch irgendwas zum Untersuchen? Lederstücke. Blutflecken. Untersuche den Ort des Überfalls. Wüstenkanone. Lederstücken, Blutflecken. Waffen. Söldnerkrieger. Vorratskiste. Irgendwas gibt's hier noch zu untersuchen. Na, ich darf nicht so weit raus hier. Söldnerschmied. Ich hab doch hier jetzt schon alles durchsucht, oder? Felsen, Waffen. Mehr gibt's da nicht hier. Blutflecken. Lederrüstung. Untersuche den Ort des Überfalls. Hier ist nur die Vorratskiste. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Da. Bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Okay. Tja, von wem wurden die angegriffen? Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen.
Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Ich hab doch gewusst, dass die nicht tot ist. Hauptquest abgeschlossen. Okay, triff Erend in Sonnentempel. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Triff Erend am Sonnenpalast. Ich würde sagen, komm, wir reisen hier zum Lagerfeuer und machen dann in der nächsten Folge mit der Spurensuche weiter. Und vielleicht lebt Ersa noch. Das wäre natürlich für Erend richtig gut und für uns. Naja, dann bekommen wir vielleicht mit einer schönen großen Kriegsheldin zu tun. Das ist Beweis genug. So, kurz speichern. Ich kann sogar. Ich kann sogar hier manuell speichern und dann machen wir im nächsten Part weiter und treffen uns dann mit Erend. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.